beim SK Rapid Wien konnte man nach dem 2:0 Erfolg gegen die Admira wieder etwas durchatmen. Es war ein kleiner Schritt nach vorne, analysiert Sportchef Freddy Bickel in der Krone nüchtern. Größer war die Freude wohl bei Mario Sonnleitner, dem gegen die Südstädter ein Doppelpack, sein erster im 366. Bundesliga-Einsatz gelang. Überhaupt präsentiert sich der Innenverteidiger, der seit 2010 bei Rapid spielt, seit Wochen in starker Form. Grund genug für die Verantwortlichen der Grün-Weißen, den 32-Jährigen, der sich vor 2 Jahren bereits auf dem Abstellgleis befand, mit einem neuen Vertrag auszustatten. Wir führen Gespräche, von unserer Seite spricht nichts dagegen, so Bickel. Die Tabelle der österreichischen Bundesliga.